ist ein Volga, nee, das ist ein Opel. Das ist ja geil. Komm her, Püppi, wir fahren eine Runde. Ich dachte gerade, das ist ein Puschellenkrad. Nein, das ist ein Schimmellenkrad. Alter, Leute. Geil. Da ging doch wieder das Kart auf, ne? Werkzeug und Sägen. Schärfedienst. Ja, Arbeit ruft, ich muss jetzt ganz schnell los. Das aber schnell. Pünktlich müsst ihr am Arbeitsplatz sein. Kennt ihr es anders von unseren Videos? Irgendwann entartet das Ganze. Der dritte Auto, ich glaube, der Rest ist hier völlig uninteressant, aber die Karren sind mega. Ja, Servus. Läufst du einfach hier so durchs Dorf und dann auf so eine Fabrik zu und da steht so, boah, da steht ein Lamborghini, Leute. Und das Büro ist auch gleich da. Ja, wir gucken uns erstmal diesen wunderbaren Lamborghini an. Tür ist abgeschossen. Schade. Raumbestattung, Raumausstattung. Betten und Gardinen. Was ist denn hier schon wieder los? Ich höre doch hier schon wieder Gerasche. Alter! Wir brauchen Licht. Was ist das für ein Gefährt? Der Ford Blitz ist, glaube ich, Opel. Bett? Ford? Da vorne, Blitz. Vorne war mal ein Opel-Zeug gerade. Echt? Das ist ein Opel? Ja, ja. Krass. Drüben steht auch eine Karre in der Hand gerade. Das geht ja gut los hier. Lamborghinis, Opels hier, ihr seht's. Jo. Das scheint mal so eine Art amerikanischer Opel. Okay. Ja, stimmt. Sieht so aus wie so eine Ami-Karre. Ja, da war's mal dran. Was ist hier für ein Pinocchio? Ach, hier, der wird sie. Krass. Nicht schlecht. Der ist offen, ne? Der Alex war hier gerade schon zu Gange. Hier rein. Ist der abgeschlossen. Na egal. Ihr könnt ja trotzdem einen Blick reinwerfen, warte, ich steck mal die Kamera durch. So. Ich dachte, der Chef probiert das mal aufzumachen. Was sind das für krasse Armaturen, ey? Kamera samt Stativ wieder rausbekommen. So, aber hier können wir noch mal reingucken. Was ist hier los? Haushaltsauflösung oder was? Alter, Lampenschirme, Kaffeekannen, Lampen, Schränke, Alufolie, Müll. Was zur Hölle? Naja. Ich wollte euch aber trotzdem noch mal die geilen Armaturen zeigen. Die kamen gerade zu kurz. So, ich hoffe, man erkennt das. Eine riesige Tachoscheibe. Also relativ spartanisch das Ganze. Jo, sehr aufgeräumt und übersichtlich. Einfach funktional. Jo, so ist er, der Opel. Was ist da drüben los? Ach, da ist auch wieder ein Auto. Okay. Ich renne runter in so eine Fabrik, die sieht so lala aus und dann plötzlich Autos, 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 Autos. Tja, dann gucken wir mal zum nächsten. Okay. Was ist das? Calibra. Opel Calibra. Ach, da steht's. Wenn die früher mal mit Stift mal gefahren, so ein Ding. Das ist unglaublich, was diese Karre für eine Straßenlade hat. Ich habe selten wieder so ein Auto gehabt, was eine Straßenlade hat. Ja, okay, immer die extrem geilen Fahrwerke. Das ist der mit 150 oder der mit 150? Das ist ja auch ein Auto. Das ist ein Auto. Sehr geil. Ich glaube, der 135 hat auch diesen Schwein. Der dritte Auto, ich glaube, der Rest ist hier völlig uninteressant, aber die Karren sind mega. Ja. Geht ja noch auf. Oh, der geht auf. Der geht auf. Oh, Leute. Schimmel. Schimmel am Lenkrad. Aber egal. Ja. Schön. Ein originales Opel-Radio, ne? Oh, ich muss die Kamera mal samt Stativ rein und rauskriegen, deswegen. Buff, das manchmal so ein bisschen. Ja, auch geil, ne? Kein kompletter Rahmen. Schön. Dachfenster. Mega. Schaut mal zum Chef, der hat natürlich schon wieder nur den Motor im Griff, im Blick. Das
ist der gute Motor, den haben sich alle immer in Corsa A eingebaut. In Corsa A? Diesen Motor? Ja, 2 Liter. Entweder hat er 135 oder 150. Ich glaube, das ist der 150er. Wenn du das in einem Corsa A drin hast, das geht schon ordentlich. Ich wollte gerade sagen, dein Corsa A hatte 45 PS? Ja. Gut, gucken wir mal ins Büro, ne? Was denn? Na, ich wollte erstmal ins Büro. Ein schönes Auto. Ein schönes Auto. Ja, erstmal gucke ich ins Büro. Ganz kurz, ich komme doch gleich. Kein Stress. Immer eins nach dem anderen. Das ist zu, ne? Gut. Ach, da drinnen haust du ja noch. Da ist mal. Außerdem sind wir hier umzingelt von Nachbarn. Oh, ich würde sagen, das ist ein Volga, oder? Oder ein Mostwitch? Nee, Opel. Ach, ein Opel, okay. Ah, warten Sie. Warte. Was ist das? Das ist was auf dem Fahrersitz, keine Ahnung. Da raucht der etwa, oder was? Der raucht eine Zigarre. Nee, Alter, ich habe hier raus, das ist ein Volga. Nee, das ist ein Opel. Das ist ja geil. Richtig geil. Warte, ich muss durchblicken. Steht die Karre einfach hier so rum. Ich glaube, die Fabrik ist völlig uninteressant, oder? Da ist doch nichts drin. Nee, tatsächlich, das war's auch. Aber die Karren sind geil. Die Karren. Ich weiß gar nicht, nee, die Mutter was ich sagen. Die Karren sind so geil. Oh, leider kein Tacho mehr. Guck mal. Ich, keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Der ist ja von Anno Knips. Sind hier bloß Opel drin oder das Modell? Ich weiß nicht, was schön aussieht. Das ist zu alt. Schön. So als sind nicht mehr wir. So, was ist los hier vorne? Kühlflüssigkeit im Auto. Was? Hier ist auch überall Kühlflüssigkeit im Motorraum. Wer hat das auch? Er hier. Ja. Ist da noch Öl drin? Mhm. Könnte schlimmer sein. Mhm. Dein Opel wird jetzt anzeigen, 50% Ölqualität, oder? Doch. Meiner zeigt mir jetzt gerade an 18%. Oh, oh. Nee, ich habe mit Upgrade nächste Woche Ölwechseltermin. Bis dahin hast du aber einen Kolben verbracht. Nein, das geht nicht mehr zu. Und jetzt? Dann spritzt doch das ganze Öl raus, wenn der Motor an ist. Jetzt. Okay, na gut, dann geht's. Aber was ist das anders? Ist das hier Bremsflüssigkeit? Oder? Ich weiß nicht. Ich finde das cool. Ich finde die Karre so geil. Ne? Ja. Komm her, Püppi, wir fahren eine Runde. Hau an die Kiste. Handbremse ziehen. Die ist festgerostet. Das ist halt so dumm. Ich weiß nicht mal, wo man das Auto anmachen würde, weil das Auto so alt ist. Zündschlüssel. Nee, hat's nicht. Es hat ja kein Dings, wo du es drinstecken könntest. Es hat nur Knöpfe. Was? Der hat eine Klimaautomatik? Ja, guck mal, hast du hier so warm. Und hier unten hast du wahrscheinlich die. Naja. Na, das ist eine Klimaautomatik. Das ist eine Klimaautomatik. Kann ich ja genau die Temperatur festlegen? 1 ja. Grad, ja? Ja. So, und jetzt gehen Sie weg. Ich möchte eine Runde fahren. Okay, warten Sie. Es geht los. Rennen. Was hast du getan? Da sind Löcher drinnen und wenn man sich draufsetzt, wird Luft und Wasser verdrängt. So, ich muss jetzt hier raus. Kann mir einfach mal erklären, warum der Chef versucht hat, sich da drauf zu setzen oder warum er sich da drauf gesetzt hat. Ja, vor allen Dingen, du siehst ja, ja. Weißt du, hier. Hat er hier mit drin gekackt? Wo sind die jetzt schon wieder? Alter, zum Glück habe ich diese. Ach, da sind sie. Hey, was soll das? Gut, Leute, dann jetzt gucken wir endlich mal in diesen Trakt. Wie auch immer der Milch und der Alex da hinten hingekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade verstanden habt. Da ist wohl alles noch drin. Voller Kram. Ui. Alter. Von wem ist nichts drin? Den Durchgang haben wir auch gefunden, den Brückendurchgang. Okay. Hier sieht es natürlich schon nicht so gut aus. Boah. Heiliger. Also da ist noch geiler, wie das hier. Was ist denn da noch? Dann gehen wir mal rüber.
Von wegen, da ist nichts drin, ne? Ja, es ist halt Zustand. Also es haben irgendwelche Pappenheimer zugehört. Oh, das ist doch Oberlicht hier. Ja? Das sieht so aus, wenn sie immer Flohmarkt hier machen. Ich finde die Ohrlichter geil. Ja, die Ohrlichter sind Hammer. Ihr müsst aufpassen, bei den Fenstern, da ist der Nachbar. Wie seid ihr da rüber gekommen, gerade wo ihr rausgeguckt habt? Ja, hier hinten. Mal. Eine Fernsehschule. Der ist hier süß. Oh, ein Plattenspieler. Hi-Fi. Schön. Da unten waren wir gerade. Da sind die hässlichen Stühle. Und hier steht das auch noch. Wir stechen. Und hier ist der Durchgang. Ja, okay. Na, ah, hier ist der Durchgang. Gut, wir können uns hier noch mal abgeschieben. Mhm. Hier scheint sich auch mal in einer gemütlichen Macht zu haben. Da drüben in der Bude war auch Matratzen. Oh, was hast du? Hier riecht es völlig ölig. Stoßen wir an? Weiß nicht. Löwenbräu, München. Ist da in der Tasche drin? Das ist der vom Handwerker. Jetzt muss ich. Ja, wenn wir unten beim Auto sind, kann ich es euch zeigen. Da ist eine Matratze, da stehen Schuhe, da liegt ein Bett frisch bezogen. Ja, unten bei dem Innenauto, da war auch eine richtig große, so für Waschbären und Smarter und so. Was ist das da für ein. Hier wittert das leider schon durch. Und das hört so scheiße auf den Karton gefallen. Schau sie es. Wie ist das wohl, sie denn? Das hört so nicht aus. Ich fahre nur ganz. Soll man dazu noch sagen, Leute, oder? Also der Ernst ist hier heute wieder dahin. Das können wir nicht mehr retten. Haben Sie jetzt ein Schleudertrauma? Ja, hallo? Sie kriegen gar nichts mehr mit. Wie kommen wir denn da rüber? Ich will da auch rüber, ich will da rein. So, ist mir egal, was Sie jetzt machen. Ich versuche jetzt in diesen Turm zu kommen. Oh, da ist noch ein Auto. Ein Ford Fiesta. So einen hatte ich auch mal. Aber ich hatte den mit Ausstellfenstern und Heckscheibentönung und ja, so. Absolute Wahnsinnsausstattung. Mann, ich muss hier mal meinen Clipper-Schlüssel aus der Tasche nehmen. Das nervt doch hier gerade die ganze Zeit in der Aufnahme. Ah, jetzt kommen sie alle. Jetzt höre ich sie. Tja. Hey, ich schaue mir gerade in Ruhe dieses Vehikel an. Diesen schicken Ford Fiesta. Ich dachte gerade, das ist ein Puschellenkrad. Nein, das ist ein Schimmellenkrad. Jo. Ich habe da aber echt alles rausgeruppt. Dieser Motor hat keine Hydrostöße. Deswegen klackern die so. Die kann man aber nachstellen. Das hält denn für 10.000 Kilometer? Das hält für 10.000 Kilometer, dann sind die leise und dann hast du wieder eine Nähmaschine. Die Bremsscheiben, die vordere Bremsscheibe ist kleiner als meine hinteren. Ja. Und hinten hast du eine Trommel. Ich bin für den Schaltdienst eingeteilt, vorne helfen Sie mir. Für was für den Schaltdienst? Ja, das ist gut so, ne? Hm? Wie kommen wir da rein? Ja, das kannst du. Der hat eine ganz schön fette Front, war? Oder ist er mal irgendwo gegengefahren? Also ist ja die Frage, wollt ihr jetzt erst noch in das Gebäude oder direkt in das Gebäude? Wir wollen in diesen Turm. In den Turm. Turm. Turm! Wie oft muss ich das noch sagen? Ich möchte in diesen Turm! Da ist der Turm, Leute, da ist er. Der Turm. Oh, guck mal, da ist eine Tür. Ach, da ist eine Tür auf. Dann geht's ja. Aber wirklich ein cooles Gelände, ja. Also, die Fabrik ist schon relativ leer. Aber durch die Autos nicht schlecht. So. Liegen noch Maschinenteile rum? Maschinenteile liegen hier rum. Mein Handy. Oh. Mein Handy, welches denn? RFID, Plugin. Diese kopflosen Porzellanfiguren gemacht haben? Ja, sicherlich. Einfach so wurden die hergestellt. Was ist das hier? Ein Teil von der Waschmaschine? Wir haben das erste Indiz gefunden, dass wir überhaupt die Form. Oh, Alter, Leute. Geil. Boah, mega. Jetzt bin ich happy.
sagte ich gerade leer? Sagte ich gerade, hier ist nichts drin? Sieht zwar nur wie ein Lager aus, aber hier steht noch alles voll mit Maschinen und irgendwelchen Krempel. Geil. Schön. Guck doch mal. Ach, da geht doch wieder das Herz auf. Da geht doch wieder das Herz auf, ne? Oh, mega. Was zur Hölle das für eine Maschine war, keine Ahnung. Ja. Man sieht, die ist absichtlich abgedeckt. Wenn man die vielleicht eingelagert hat oder die verkaufen wollte. Das ist ein Trap. Hier, das ist eine Maschine. Mega. Oh, Leute, das ist eine Maschine. Das ist gesucht. Und hier ist Strom. Das konnte man so runterziehen, ja, diese Haube konnte man so runterziehen. Die Rückseite zu sein. Hier ist die Vorderseite. Und das mit Absaugung und sieht aus wie so ein, wie von einer Flex, so ein Flexblatt. Oh, wer von den Zuschauern weiß, was sind das für Ömisse, was ist das, was hat man damit gemacht? Hier, ihr wisst schon, ne? Auf jeden Fall war da ein Schutz. Kommentare. Kannst du ja runtertüdeln. Ja, den Schutz kannst du runterziehen. Das heißt, da müsste irgendwas entweder. Also, siehst du, da sind. Das wurde wahrscheinlich mit Öl gekühlt, siehst du das da? Das sind Schleifmaschinen. Siehst du diese mit den gelben Kappen da? Ja. Da wurde Flüssigkeit dran gemacht, wahrscheinlich in Öl. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein Sägeblattschärfer. Sägeblattschärfer. Ja, da unten ist der Sägeblatt vermutlich drin. Ja, dann haben die jetzt schon so. Okay. Deswegen, dann macht der Schütz und das ist wahrscheinlich immer so. Geil. Okay. So, Sie hatten recht, Leute, da steht's. Werkzeug und Sägen. Schärfe die jetzt. Tatsache. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin völlig raus. Ich habe noch nie eine Sägenschärfmaschine gesehen. Sägeblattschärfmaschine. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wie man in den Turm kommt. Hatte ich das schon mal erwähnt? In den Turm. Ah, hier geht's hoch. Sehr gut. Maschendrahtzaun am Geländer. Sorry, wie komme ich da nicht zu? Was? Ich höre verlockende Rufe. Vom Turm. Jemand ist schon im Turm. Ich höre es. Sind Sie schon im Turm? Lalalala! Lalalala, der Turm ist da! Ja, ich überlege gerade, ob das so sicher ist. Natürlich. Du bist gut. Natürlich. Boah, das ist doch gut, die Treppe. Alter. Ah, hier war mal das Uhrwerk drin. Jetzt sind wir im Turm. Ich gehe kaputt. Muss das immer so warm sein? In Zeichen. Oh, jetzt kuppeln. Das ist nicht so schön. Kann das ja Mrs. O-Werk fehlt, dass das hier ja in diesem Kasten war? Das war hier drin. Da oben sind die Umlenkrollen für beide Seiten. Für die Zeit. Also, da ist ein Uhrblatt. Wie billig das immer ist, war von außen denkst du sonst was? Und hier auch. Da ist so eine billige Mechanik dran. Seht das noch da, das runde Ding? Das hat man von unten gesehen. Schön. Ich finde das geil. Auch wenn das. Schade, können wir sie gar nicht mehr anmachen. Ja, haben wir es schon mal gemacht. Zeig mal von dir aus nach links. Hier? Nee, hoch. Hier? Ja, da ist eine Infokarte. Wer Bock hat, guckt sich das mal an. Oh, der bleibt einfach dran. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Jo. Also ich würde sagen, bis hierher Mission erfüllt. Autos angeguckt. Im Turm gewesen, die Zeit vergessen. Und Maschinen gefunden. Was will man mehr? Was? Brauchst du eine Windel? Ganz nein. So, im nächsten Trakt. Ja. Was macht er denn da wieder? Oh, geil. Die Machines. Machines. Mit einer Pferdekutsche, mit einer Barbie-Kutsche drauf. Direkt die Arbeit rufen. Ich muss jetzt ganz schnell los. Das aber schnell. Pünktlich müsst ihr am Arbeitsplatz sein. Jetzt renne ich an den Keller. Was ist denn hier? Was gibt es hier zu sehen? Das ist ja gar nicht ein richtiger Keller.
Das ist das Erdgeschoss. Aha, die typischen Metallsäulen. Ach, das sieht ja geil aus, wie so ein Kreis. Hä? Der Chef meckert. Überall Hubwagen, ey. Was haben die denn gehuben? Ja, was haben die denn gehuben? Und vielleicht danach bin ich wieder bei dir. Der Saustift. Der fegt ja ordentlich. Nicht anderes als der jetzt wir brauchen. Geh ran an der Arbeit. Erstes Lehrjahr. Auf, ran an der Arbeit. Sehen, hier. Komm, hier, feg, feg. Okay, Meister. Er ist für die Fabrik bereit. Hey, sind Sie eine Kehrmaschine? Hallo, ja, 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 ja. Kommen Sie schneller. Komm, ich möchte heute noch einen Lauf aus. Let me see you. Nein, nicht die Mutti. Schneller, Schanti. Komm, Schanti. Kennt ihr es anders von unseren Videos? Schanti, mach ihn. Komm, Schanti. Irgendwann entartet das Ganze. Und die ganze Kortenance ist da hinten. Jetzt kriegen wir sie auch nicht mehr. Jetzt kriegen wir uns auch nicht mehr konditioniert. Also ich bin ja heute passend gekleidet. Da war so mein Öl drin oder Kraftstoff. 200 Liter finden Sie. Ist das gleiche Logo wie dort? Nicht ganz. Das wäre ein Ein älteres. Manchmal wieder kurz. Deswegen. Ich liebe es, wenn der Chef oh macht. Weil dann ist es meistens was wirklich Tolles. Ich komme. Oh, die Tür ist ja geil. Eine Rauberia. Ja, was ist das denn? Oh. Oh. Ich weiß, die Frage, haben die hier gespeist? Ja, hier haben die ihr Essen bekommen. Hier war die Küche. Die Küche. Hier, guck mal, das ist nee, das ist nicht alle. Schön alles. Was sind denn das hier für ominöse Fenster? Hier war das Tonstudio drin, aber das ist hier. Ist ja völlig gedämmt. Hier saß der Chef drin und konnte seine Mitarbeiter nicht essen hören. Das Geklimper ging ihm so auf den Nerv, ne? Keine Ahnung. Oder es war halt wirklich so, dass da drüben sozusagen die normalen Angestellten saßen und hier eben so Chefetage. Und die wollten so ein bisschen unter sich sein. Deswegen war das so ein bisschen abgegrenzt. Könnte doch so sein. Ja. Ich denke mal, das ist möglich. Ja. Kannst du schon was essen? Ich habe schon was gegessen. Da ist noch mein Tablett. Ja, das ist leer. Und unbenutzt. Der Kriegsbrei war super, die Quarkspeise war super und die Club-Cola war auch richtig lecker. Club-Cola haben wir gar nicht. Doch, sie ist nicht hier. Ja, da gab es nur Club-Cola. Nee, wir haben nur Urin. Was haben Sie, was? Urin. Und Vita. Ja, kennen Sie die neue Limonade Urin nicht? Nee. Ja. Urin. Schmeckt vom, salzig. Ist sie vom VEB Urinwerk? Ja. Achso. Eins, zwei, drei. Aber ja. Nicht. Das war gut, ne? Genug Kraft gemacht. Ja. Wir sollten gehen. Wir sind nicht schnell.
Let me see.